Dirk, wie war dein Tango-Chico-Wochenende? Wie fast alle, oder anhand wie alle Veranstaltungen mit Ivan, außergewöhnlich. Also ich liebe den Stil, wie er so Veranstaltungen aufzieht, wie er die Workshops aufbaut. Und weil ich es ja auch schon mal erwähnt habe, es ist so, dass ich durch den vielen Input, den ich hier bekomme, körperlich, geistig, spirituell, so beschäftigt bin mit dem, was hier und jetzt passiert, dass alles andere drumherum erstmal so für mich in den Hintergrund tritt. Oft so bei den Hintergrund, dass ich das wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Das finde ich auch genau richtig so. Also so eine ähnliche Empfindung hatte ich ja nach Kreuztal, als wir da den Workshop gemacht haben mit Ivan und Isabella. Und es hat so gut getan, mal aus dem Alltag komplett auszusteigen und hier in eine kleine Welt einzutauchen, die ja eben ganz abgeschottet, für mich jetzt mal abgeschottet von dem Rest der Welt ist. Und dadurch die Möglichkeit geboten wird, sich hier wirklich so mal richtig reinfallen zu lassen. Ja, im Hier und Jetzt und genau dazu, sich damit zu beschäftigen, nicht nur Tango, sondern überhaupt allgemein, ne, mit dem, wie bin ich, wer bin ich, wie bin ich hier im Raum, wie bin ich hier in der Gruppe. Das macht ja auch viel aus und, glaube ich, ist auch ein großer Teil des Spirits, der hier herrscht, ja, dass er also in den Kontakt mit Menschen geht. Und von daher ganz tolle Sache für mich. Von daher ist das nochmal ein ganz anderer Input, finde ich. Und der ist sehr, sehr wertvoll, dass ich mich da auch nochmal neu ausprobieren kann. Ja, dass ich einfach sagen kann, hier, ich versuche jetzt mal was und gib mir mal doch mal die Rückmeldung, die ich dann von einem Mann doch oft direkter bekomme als von einer Frau. Ja, das hast du auch, die Erfahrung hast du auch gemacht. Ja, durchaus. Ja. Und man kann auch mehr rumspielen, probieren. Und es ist nicht so dieser Unterschied dazwischen. Ne? Also bei Mann und Frau ist dann der Unterschied dazwischen, dass doch immer wieder so eine Beziehungsebene reinkommt, die jetzt hier bei den Männern einfach wegfällt. Ja? Und das ist für den Tango absolut förderlich, dass ich da einfach auf den Tango gucke und nicht auf das Drumherum. Ne? Das ist schon sehr, sehr gut. Wir hatten jetzt ja hier Chicos, anderen Männern, die Tango tanzen wollen, ans Herz legen, das auch zu machen. Mhm. Es ist ein bisschen schwierig, weil das ist oft sehr individuell. Ja? Die beiden Mitfahrer, die auch aus Kassel kommen, die habe ich halt angesprochen zu dem Zeitpunkt, wo sie dann irgendwas geübt haben und gemerkt haben, klappt nicht so mit ihrer Partnerin. Und dann habe ich gesagt, hör mal, lass doch mal gucken, wo es wirklich dran liegt. Und übrigens, da gibt es einen Workshop, wo wir unter Männern tanzen. Wenn du da Interesse hast, also so quasi so eine Idee reingegeben und dann mal geguckt, was draus wird. Und die beiden haben halt ruckzuck. Sehr erfolgreich, deswegen frage ich dich ja. Ja. Du hast drei. Es ist schon individuell. Es gibt auch andere, die kann man auch direkt ansprechen, denke ich. Und das werde ich auch noch machen, wo man sagt, da gibt es eine Möglichkeit, wo wir einfach mal wirklich den Tango lernen und mit der besonderen Art von Ivan natürlich noch, die ja auch außergewöhnlich ist. Und da würde ich auf die Stelle, also so würde ich rangehen, versuchen, dass man individuell mit den Leuten ins Gespräch kommt und dann gibt es in der Regel irgendwo einen Punkt, wo man einhaken kann. Der ist aber nicht so generell, also kannst nicht sagen, generell macht man das so, weil das funktioniert sicherlich nicht. Aber oft hast du irgendeinen Punkt, wo die jetzt gerade dran scheitern oder wo sie Schwierigkeiten haben, eine bestimmte Aktion im Tango zu machen. Und dann merkst du, das liegt jetzt eigentlich nicht daran, dass er das nicht kann. Es liegt daran, dass die beiden zum Beispiel als Paar da eine Hürde aufbauen.
Ja? Wo man dann sagen kann, immer, die kann man wegnehmen, die Hürde. Man muss halt überlegen, wie man es natürlich rüberbringt, aber letztendlich liegt es natürlich daran, dass man sagt, so, du kannst das auch mal, den nackten Tango mal probieren. Ja? Also ohne irgendwelche Dinge drumherum, die einen Einfluss haben, der jetzt nicht förderlich ist für deinen Tango. Ja? Von daher, so würde ich das dann machen. Ne?